Ja, seid gegrüßt. Heute bin ich mal kurz auf dem Weg nach Hildesheim bei der neuen Kletterhalle vorbeigefahren. Mal wieder so ein kleines Update machen. War ja zuletzt am 9.8. hier. Wenn man das so von außen betrachtet, hat sich doch einiges getan. Außenwände stehen, die Holzwände werden gerade aufgestellt. Der Trakt, Erdgeschoss, erste, zweite, scheint auch schon so im Rohbau fertig zu sein. Gut. Krach ist natürlich hier durch die Straße gerade, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Naja, ich gehe da mal rüber und dann gucken wir uns das einfach mal an. So, wie ihr seht, ist das schon mal eine ganze Menge. Ja, wie eben schon gesagt, Erdgeschoss, erste, zweite von dem gemauerten Trakt ist fertig. Die 14 Meter hohen Holzwände werden gerade aufgestellt. Ich versuche da drüben mal rüber und mal reinzugehen. Okay. So, die netten Bauarbeiter haben mich ermächtigt, hier mal ein paar Bilder für euch zu machen. Da werden wir uns das Ganze mal anschauen. Gerade Pause, das ist gar nicht schlecht, denn arbeitet wenigstens keiner. Wir stören keinen. Bauhelm haben wir nicht mit. Aber ich denke mal, das ist auch okay. So, ich denke mal, das wird das Hauptportal. Ja, sieht schon mal ganz schick aus. Natürlich alles im Rohbau. Wir gehen jetzt hier einfach einmal durch. Viel wurde ja schon in Eigenleistung gemacht. Auf Facebook und so hat man ja schon angekündigt für die Leute, die handwerklich begabt sind. Also nicht ich quasi. Nein, Quatsch. Bloß, ich bin nun mal kein Handwerker, bin Kaufmann. Würde ich auch gerne mithelfen. Leider kann ich am Wochenende auch nicht, weil ich da auch einen Job habe, wo ich am Wochenende arbeiten muss. Aber so ist das manchmal. Ja, kommen wir mal in den Innenhof. Der sieht natürlich schon schön imposant aus. Ah, es ist schon mal recht hoch, wenn man davor steht. Glaubt man gar nicht. Der Wahnsinn. Ja, lass das mal einfach auf euch wirken. Ich finde es schon echt phänomenal und freue mich auf jeden Fall drauf, wenn die mal eröffnet wird. Okay, ich gehe noch mal raus, mache noch mal von außen ein, zwei Bilder. So, dann gucken wir uns das Ganze von außen noch mal an, von der Seite. Den super Zeitpunkt getroffen hier während der Frühstückspause. Stört man wirklich keinen. Ja, super, Mensch, astrein. Kann mich nur wiederholen, auch wenn ich die Vokale und Wörter 10-mal benutze. Phänomenal. Also, ich denke, das war schon mal ein guter Eindruck. Und werde mal in 3, 4 Wochen wieder dann vorbeischauen. Ich denke mal, dann ist es eine ganze Ecke weiter. Wird wohl das Dach oben drauf sein und dann hoffe ich mal wieder auf so nette Bauarbeiter. Ja, hat mich gefreut. Schaut es euch an. Seid genauso imprägniert, wollte ich schon sagen, wie ich. Und ja, wir sehen uns, ne? Macht's gut. Ciao.